Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tokiden 2. Beim letzten Mal haben wir viel geredet und leider wenig getötet. Diesmal werden wir hoffentlich viel töten und wenig reden. Aber mal schauen, es geht schon mit einem neuen Tutorial los. Ich freue mich. Den Portal Stone nämlich. There are stone pillars that let you warp through space. You can freely move to any location containing a portal stone that you have visited before. Also Schnellreisesystem, E-Star, Freunde. Ist da, was ist das? Einmal beten. Nice! Was hat mir das gebracht? I don't know. Okay, wir sind ja immer noch mit unserem Nagitama unterwegs. Ich würde aber mal gerne die. Ich komme nicht rein. Die Weapon wechseln. Da hinten liegt das. Also, ihr habt es gesehen. Was steht hier? You are picturing. What the fuck, Alter? The only fail time itself. Okay. Obtained. Okay. Ah, okay, das kann man bestimmt zusammenfügen irgendwann und dann Story lesen. Relics that contain a written record of past civilizations are scattered through the land. Touching them causes you to visualize the strange symbols forming these ancient writings. Okay. Bisschen mehr zu einem Spiel, Leute. Ich habe am Anfang gedacht, es ist ein ganz nettes Spiel. Es ist Monster Hunter. Es ist Monster Hunter, dachte ich am Anfang. Dachte ich. Wie ich herausgestellt habe, ist es, ja, ich würde nicht sagen, es ist kein Monster Hunter, sondern ich würde sagen, es ist eine sehr, sehr abgewandelte Version, was sehr gut ist. Und es macht so sein eigenes Ding. Es fehlt dem Spiel allerdings bisher ein wenig an Finesse, was ein bisschen schade ist. Kann ich jetzt hier raus? Nein, ich muss wieder zurück ins Dorf, denke ich mal. Headquarters, ja. Nix. Great Lobby? Nein, ich will keine Lobby graden. Nein, 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 ich will keine Lobby graden. Singleplayer, danke. Holy shit. Ich will doch keinen in meiner Welt haben, der hier rumfuscht, Alter. Ich mach das alleine. Easy peasy, lemon squeezy. You have been delivered to your chest. Okay. Wir können übrigens zu Hause auch die Waffen wechseln und das werden wir gleich mal machen. Denn ich will das Kusariyama mal ausprobieren. Genau. Change Equipment. Moon Crescent. Oh, neue Waffe. Ja, wir haben ja die ganzen Waffen von Anfang an. Oh. Great Chain and Sickle. Beginner's Weapon made for easy use. Aus Limited. Nicht aber gut. Danke. Ja. Ja, 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 ja. Mehr brauchen wir nicht. Das sieht doch ganz solide aus, Mann. Das sieht doch ganz solide aus. So, können wir irgendwie was Neues schmieden? Great Weapon! Oh, Swallow Dive. Shadow Sickles, Shinobi Rebel Sickle. Das hier, ne? Attack 28. 8. Aber da haben wir noch nicht alles für. Das könnten wir machen. Was haben wir denn bei dem Naginata? Holy Man Pole. Aber ich will auch mal das Schwert und den Speer natürlich ausprobieren. Unnamed Sword. Machen wir das einfach mal. Create an Unnamed Sword. Yay. Ja, das können wir mal probieren. Ja, machen wir als Schwert einfach mal. Machen wir als Schwert. Fortify Weapon. Unnamed Sword. Können wir das irgendwie fortify? Ne. Binding Rope bräuchten wir dafür. Das sind die Sachen, die wir alle haben, ja. Long Spear können wir nicht. Was ist mit Chain and Sickle? Nein, dafür brauchen wir eines Binding Ropes. Okay. Also richtig blicke ich da noch nicht durch. Aber das wird schon. Ich wollte übrigens mal... Ja, ja, ist ja klar. Ich will aber mal... Danke. Great Armor. Ceremonial Helm. Dass man die nicht sieht, ist ein bisschen schade. Ein bisschen doof, ne? Ein bisschen doof. So. Was haben wir denn hier Schönes? 27 Guardhelm. Holy Guardhelm. Aber der Guardhelm? Okay, hier brauchen wir Toxic Fang. Okay. Ceremonic Tunic. Also am besten, wenn wir ja die ganzen Guard-Sachen. Dafür brauchen wir Toxic Fangs, ne? Ja. Und halt Money. Money, Money, Money. Okay, Toxic Fans und Money. Oh, das ist
Schwert sieht aber fancy aus, muss ich sagen, Leute. Das sieht aber fancy aus. So, ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal zum Questschalter und hole mir meine neue Quest ab. Warum auch nicht? Hello! Welcome back! Group Missions Phase 1. First Battle. Okay, dann machen wir noch erstmal 20 Imps. Easy peasy. Oh, muss ich Schwinden mitnehmen? Offensichtlich, ne? Nehme ich Benizuki natürlich mit. Gwen, Nomura. Ja. Ich glaube, der Professor hat genug zu tun. Den muss ich nicht mitnehmen. Zu der Professorin. So, let's do this! Sortie! Was heißt Sortie? I don't know. Can anyone tell me, please? Wow, ihr seid ja... Ihr habt ja Bock. Whee! Wie gesagt, ich habe halt das Gefühl, dass im Spiel fehlt noch so ein bisschen die Finesse, die zum Beispiel ein Monster Hunter über Jahre aufgebaut hat. Weil ich habe damals die... Huch, was soll das denn? Die ersten Monster Hunter Teile gespielt, beziehungsweise den ersten Monster Hunter Teil sogar für die PSP damals. Habe ich gespielt und da war natürlich Monster Hunter auch noch nicht das, was es jetzt ist. Ist ganz klar. Die Waffen und so mussten über die Zeit erstmal ja. Na sag schon. Verbessert werden, nicht verbessert, aber ausgearbeitet werden halt. Die hatten schon ein grundsätzliches Moveset, wie die Waffen hier. Aber es ist natürlich noch was anderes, wenn die Spielereihe über Jahre besteht, als wenn die Spielereihe erst vor kurzer Zeit, sage ich jetzt mal, entstanden ist. Und ich glaube, dass es ach, schon erledigt. Ja, war ja easy. Dass es Tokiden noch nicht so lange gibt. Berichtet mich da gerne in den Kommentaren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt es noch nicht so lange. Deswegen ist es klar, dass da noch nicht so viel Finesse hintersteckt wie wie bei Monster Hunter. Ja. Das sind eigentlich meine Subtitles, wenn ich die mal brauche. Danke. Okay. Ja, das war ja relativ einfach, muss ich sagen. Okay, waren ja auch nur Imps, ne? Ist quasi wie bei Monster Hunter, diese kleinen, wie bei anderen Monster Hunter Teilen, diese kleinen Velociraptoren zu töten. So, okay, das Schwert war... War nett. War nett. Aber ich würde gern, kann ich mir... Was brauche ich nochmal für das Kusarigama? Swallow Dive. Snake Skin. Toxic Fang. Okay. Dann brauche ich Snake Skin und Toxic Fang. Ein Speer würde ich auch nochmal gerne ausprobieren. Aber der Speer habe ich gesehen. Also ich habe mir mal von allen Waffen so ein bisschen was angeschaut. Und der Speer ist quasi einfach Patrol Duty. Okay, von mir aus. Ich will da die gleichen mit. Naginata mit weniger Moves, sage ich mal. Also das Naginata, dass wir das am Anfang ausgewählt haben, das war schon eine relativ coole Idee, weil das ist einfach cool und das macht Spaß und ist einfach zu gehen. Leute, könnt ihr mal nicht bitte nicht ohne mich die ganze Zeit hier rennen? Was soll denn das? Ah ja, die haben wir auch noch. Boah, Alter. Wow, erstmal lernen zu benutzen, ja. Hä, was ist das schon? War ja easy peasy, sag ich mal, ne? Genau. Das Feuer konnte ich hier einfangen und... Oh ja. Ich hätte es zwar lieber auf meine Waffe geschmissen, aber egal. Ach ja, ich habe ja hier Sturmlauf. Ich muss vielleicht wirklich erstmal nochmal ins Training nach der Folge und mal wirklich die Moves von den Waffen lernen, weil bis jetzt ist... Button-Mashing at its best, Freunde. Button-Mashing at its best. Huch. Stehen bleiben. Capturen. Und wegschlitzen. Ist das schon erledigt? Ja. Okay. Was ist das jetzt? Oder? Ne, wir müssen noch ein bisschen... Wir müssen patrouillieren ums Dorf. Das ist wichtig. So. Aber wohin müssen wir patrouillieren? Auch noch mal ein bisschen rennen. Bisschen den Super Sprint anmachen. Oh, hier liegt noch was. Liegt noch was, Leute. Wir müssen den Loot aufsammeln. Snowflake Crystal. Wow, Alter. Die lassen sich ja auch nette Namen einfallen. Run, Boy, run. Oh, Items, Leute. Items. Ihr müsst immer auf die Items aufpassen, Leute. Die sind wichtig.
Otherworldly Chart. Wow, Alter. Ist das ein Chart von Dieter Bohlen? Because Charts. Oh. Guck mal, von den Spinnen bekommen wir noch garantiert Toxic Bangs, oder? Ey, ich wollte das haben. Nein, Uniskin haben wir von der Spinne bekommen. Nun gut, dann halt Uniskin. Leute, geht schon mal ohne mich vor. Ich gönne mir hier das Item. Mann, wenn der nicht... Also wenn Nehmen und Rollen nicht auf dem gleichen Knopf wäre, wäre ich dafür sehr dankbar. So, das haben wir auch erledigt. Da hinten ist aber noch was. Ja lol. Der zieht dich schon einfach ran. Okay. Meins. Okay, ist ja sowieso alles meins. Also, naja. Mann, die Steuerung ist so montiert. Wenn ich das anmache und mach... Nein, das funktioniert eigentlich. Ich bin nur dumm. Ah, Toxic Fang. Na, sehr gut. Okay, da oben sind noch welche. Leute, ihr macht das schon, ne? Brauche ich überhaupt nicht fahren. Brauche ich überhaupt nichts machen. Ich bin komplett überflüssig. Also auf die nächste Mission müsste ich dann vielleicht mal alleine gehen, damit das auch halbwegs eine Herausforderung wird. Wow. Sonst werde ich hier überhaupt nichts reißen, sage ich mal. Ancient Coin. Sehr gut. Aber wenn die Leute das für mich erledigen, ist das natürlich eine gute Sache. Ich denke mal, so Bosse oder so werde ich schon alleine machen. Aber so Farm-Missionen, ne. Kann man schon mal ein paar Leute mitnehmen. Ah, guck mal, da unten sind noch ein paar Spinnen. So, kann ich jetzt vielleicht mal... hallo? Wie seht ihr doch bitte an? Danke. Mann, wie seht ihr doch an? Hast du schon so eine krasse Dämonenhand? Und dann willst du die nicht benutzen, oder was? Zack. So. Einmal, zweimal erledigt. Wo ist eigentlich mein Team? Might ist erhöht. Okay, gibt's jetzt noch irgendwas? Nee. Wasser gibt's hier. Aber das war's dann auch schon. Okay. Nehmen wir mal hoch. Bidizuki-chan! Komm bitte mit mir hoch. Und die anderen auch. Dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwo Münzer sind. Wir müssen schließlich das Dorf beschützen. Warum bremst du ab? Achso, du hast keine Ausdauer mehr. I see now. Hallo, Mr. Ape Man. Alter! Vier Dämonenhände auf einmal. Ist schwierig, Leute. Ist schwierig. Aber das Mitama scheint unabhängig der Waffe ausgerüstet zu bleiben, was ganz nett ist. Ich dachte eigentlich, das muss ich auch eine Waffe schmeißen und das jedes Mal wieder quasi neu auf die Waffe schmeißen. Aber offensichtlich bleibt das Mitama da. It's a boss! It's a nice! Und aufladen! Nice! Go weg! Ich hab keine Ahnung, was das bringt, aber ich glaube, es macht mich stärker. Okay, das Monster ist tot, Leute! Okay, das Monster ist nicht tot. Oh, weg, 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 weg. Ich weiß nicht, was es tut, aber es sieht nicht gut aus. Aufladen und tschüssi! Alter, der ist wesentlich stärker als sonst. Ich weiß aber doch trotzdem noch nicht, wie ich Angriffe pariere mit der Waffe. Bis jetzt ist einfach nur wildes Draufgeholze, ehrlich gesagt. Warte mal, was ist das? I don't know. Gib mir die Seelen, danke. Hey, Familie Claw, nochmal eingesammelt. Okay, es ist verwirrend, Leute. Es ist ein bisschen verwirrend bis jetzt. Haben wir die Quest jetzt gleich mal geschafft? Das ist der erste Part, wo es mal so richtig gut Action gibt, Leute. Das ist der erste Part, wo es mal richtig... Action ist da. Hardened Onibone. Nice. Ich nehme den Feuertypen da hinten. Beziehungsweise die Feuertypen. Hello, Mr. und Mrs. Feuertypen. Bleib stehen, bleib stehen. Was tust du? Bleib stehen. Warte, holy shit. Bleib stehen. Jesus motherfucking Christ. Einfach mal machen würdest, was man dir sagt. Das ist auch eine Idee. Alter.
Ich will ihn angreifen. Sie grabbelt den einfach und smackt ihn. Wack. Aber das ist auch unsere liebe Benizuki und die ist ziemlich krass. Das wurde uns ja letztes Mal gesagt. Dass man sich mit Benizuki lieber nicht anlegt, wenn man ein Oni ist. Okay, cool. Hey, die Blue Ore. Cool. Ich hab... Nande. Und eigentlich meine Subtitles. Oh, hello. Hier ist noch ein Imp. Wir haben einen Imp übersehen, Leute. Also bitte. Das ist ja wirklich schlampige Arbeit, würde ich sagen. Schlampige Arbeit. Absolut schlampig. So. Habe ich jetzt eigentlich genug Toxic Fang, um mir eine coole neue Waffe zu bauen? Sag mal. Was zum Teufel war das gerade? Create Weapon. Aber ich kann mir den Swallow Dive machen. Ja, gut, ne? Snake Skin bräuchte ich dafür. Ah, besser als nichts, Leute. Besser als nichts. Equipment ready. Ausrüsten, danke. Neue Waffe. Ist super gut. Ja, das ist gut. Okay, das war offensichtlich gar nichts. Sah aber weird aus. So, was hast du jetzt nochmal zu sagen? Bitte mal, maybe some food. Oder food! Okay, ich kann überhaupt nichts machen. Sacred Branch? Okay, ne. Arigato, Xamosh. Ich habe gehört, man kann auch von NPCs Quests annehmen, aber ich würde erstmal hier die erste Questreihe durchmachen. You're doing well, natürlich. Tue ich well. Infinite from an Oni. Oh, wir müssen Invite from an Oni, achso. Möchte ich eigentlich keinen mitnehmen? Kann ich keinen mitnehmen? Confirm. Yes! Ich gehe alleine. Ich werde diesen Ogre alleine zerslayen, damit ich auch mal ein bisschen Skill zeigen kann. Oh, mal hier. Nicht nur Button meshen, sondern auch mal ein bisschen. Abisle. Skill, Leute. Hello. Oh. Keine neue Waffe. Und gleich mal hier alleine kämpfen. Aber muss sein, Leute. Muss sein. Oh, ein bisschen hier zeigen, was man kann. Oh, wow. Ich bin verwirrt. That's bad. That's bad. That's pretty bad. Kannst du aus deiner Verwirrung bitte rauskommen? Danke. Okay. Gehen wir erstmal die Flügelfischer hier erledigen. Hallo. Dämonenhand. Alter, die Kombo des Todes. Wow. Die Action ist gut, Leute. Die Action ist gut. Machen wir mal hier das aufnärmeln und dann kommst du gleich dran. Ja, nicht so ungeduldig, kleines Mistvieh. Alter! Diese Waffe, Alter! Ist ja nicht mehr normal. Ist ja nicht normal, was du hier machst. Oh, wow. The fuck? Hat mich trotzdem noch getroffen, ne? Obwohl ich hier mit meiner Dämonenhand rumgespielt habe. Na gut. Bin mal gespannt, was der... wow. Das ist ein Viecher. Bin mal gespannt, was der, Ogre mich auszusetzen hat. Gleich mal hier schön wegslayen, die ganzen Dudes. Der bereitet doch gerade irgendeinen Angriff vor, oder? Aua! Alter, er hat mich ja mega weggepusht. Also, ich muss erstmal hier die ganzen Seelen befreien. Nice. So, und dann befreie ich dich mal von deinem Leben. Upsi. Upsi Danger, meine Freunde. Upsi Danger. Alter, hast du dir gedacht, wa? Mistvieh. In Germany we call it Mistvieh. Mein kleiner Freund. Oh, er hat Ogre-Attacking. Das glaube ich nicht. Oh, shit. Jetzt glaube ich es doch. Oh, Hilfe. Aua. 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 Oh, scheiße, ich bin schon wieder verwirrt. Wenn ich von zu vielen Attacken getroffen werde. Die sind nicht gut, Alter. It is nicht gut. Mal ganz kurz hier. Recovery. Aua. Alter. Okay.
Okay. Let's slay this bitch. Oh. Aua, ich müsste mich mal heilen. Wow, ich bin hier ganz extrem in Problemen gerade. Ich bin on fire und verwirrt, Alter. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass der erste Kampf so schwierig wird. Der erste Kampf gegen den richtigen Gegner. Alleine. Wow, Alter. Mein Leben ist einfach gone. Help, please. Danke. So, mal hier Special Angriff machen. Aber man muss dazu sagen, neue Waffe, ne? Oh, shit. Und natürlich ist auch die ganze Zeit das Gefühl da, dass ich hier... Oh, dass ich hier... die Seelen einsammeln muss. Weil ich natürlich den ganzen Stuff haben will. Also es wäre schon besser, wenn ich mit einer Party gereist bin, wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich. Okay, mal ganz kurz recover. Danke. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht lustig aus. Aua. Aua. Ich habe also nicht, so den Überblick hier bei Monster Hunter, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob der Typ hier die ganze Zeit neue Monster beschwört oder ob die irgendwann weg sind. What? Mal kurz recovern. Also ich habe noch 3 Recover. Holy Jesus. Okay. Ich glaube, der beschwört einfach die ganze Zeit neue. Habe ich das Gefühl. Das heißt, wenn wir den fertig haben, müsste es leichter gehen. Yo! Okay. Oh ja, jetzt müssen wir aufpassen. Einmal recovern. Aua. Okay. Lass dich nicht von den Viechern ablenken. Yo, Wirbel, Zwirbel. Wow. Ich bin schon wieder verwirrt, Leute. Schon wieder. Danke, dass du mich auf meine Verwirrung rausgepanscht hast. Und jetzt schön auf den Bauch, Leute. Immer schön auf den Bauch. Wir wissen, die Schwachstelle von Ogre sind... Oh, shit. Ich bin down. Jo gut, da hätte ich vielleicht eine Gruppe mitnehmen sollen. Oder ich versuch's jetzt so einfach nochmal. Zack. Huch, nein, ich wollte dich grabbeln. Nein, nicht dich. So. Einmal rumspinnen. Aua. Ich habe nicht das gleiche Gefühl von Kontrolle, muss ich sagen, wie bei Monster Hunter. Wow, Alter, von allen Seiten. Okay, das ist halt echt ein Spiel, dass man echt mit der NPC-Party spielen sollte. Ansonsten wird es schwierig. Ich weiß, dass ich kein Leben habe. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich werde es trotzdem benutzen. Wow. Nein, nicht dich. Wollte ich nicht haben. Au. Alter, diese Viecher machen es mir echt nicht leicht. Hätte vielleicht nicht mit einer Waffe rangehen sollen, die ich nicht kenne. Au. Kann ich die Quest vielleicht verlassen und später mit einer neuen Truppe wiederkommen? Okay, mit der Gruppe sollte es jetzt wesentlich einfacher gehen. Und vor allen Dingen mit meinem Naginata, wo ich mich auch mal ein bisschen auskenne. Und weiß, was ich tue. Zumindest ungefähr. Okay, das war schon mal... Okay, die ersten beiden Phasen waren ja aber auch nicht so schwer, muss ich sagen. Beim letzten Mal. Dass mich halt nur gekillt hat, war Phase 3. Da hatte ich ein Problem. Aber, die ersten beiden Phasen waren ja relativ solide beim letzten Mal. Die ersten beiden Phasen hätte ich auch alleine geschafft, Leute. Aber. Letzte Phase nicht.
Die schaffe ich wirklich nicht alleine. Zumindest nicht mit meinem Equipment. Aua. Meinem Skill im Moment. Und so lange spiele ich das Spiel auch noch nicht. Gut, Mr. Ork. Ogre. Show me what you can do. Das ist auf jeden Fall wesentlich leichter. What? Sagte er und wurde fast getötet. Wenn andere ihn ablenken. Warte, Leute, ich bin hier ganz kurz. Genau. Aufladen die Angriffe. Nein, wo? Mann! So, jetzt aber. Ja, wenn man noch nicht so ganz hintergestiegen ist hinter das Spiel, ist es schwierig. Was hat er da am Kopf? Ich weiß es nicht, aber es sieht lustig aus. Sieht aus, als könnte man es kaputt machen. Haben wir den erledigt? Nein. Und wir haben irgendwas am Kopf kaputt gemacht. Oh, greif ihn nochmal. Na gut. Helfen ihn dazu. Au. Okay. Ich hab keine Ahnung. Wow. Was das macht, gibt mir wahrscheinlich einen fetten Angriffsboost. Einfach draufslayen, Leute. Einfach solide draufslayen. Leute, ihr macht das schon, ne? Ihr macht das schon. Aua. Weißt du, ich komme, werd direkt weggepuncht. Ich freue mich, wenn wir das erste Mal neue Monster zu sehen bekommen. Das würde mich interessieren. Alter, okay. Der Ogre ist mega enraged gerade. Stört mich aber nicht weiter. Yay! Nice, wir haben's, Leute. Wir haben's. Easy peasy mit dem Teamsy. Im Team ist alles leichter, Leute. Im Team ist alles leichter. Sehr gut gemacht, Jungs. Und Mädchen, I guess. Sehr gut gemacht. Sehr schöne Sache. Ja, das ist, das waren so die ersten Missionen in Tokiden 2. Und, bis auf... Also, was haben wir dadurch gelernt, Leute? Man muss ja auch den pädagogischen Wert dieser Folge mal reflektieren. Wir haben gelernt, wenn man gegen Uni kämpft, sollte man vielleicht nicht alleine losziehen. Und das werden wir uns fürs nächste Mal merken, hoffe ich. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.